Patrick, jeder kennt ja Bud Spencer und Terence Hill, die Filme, aber ich glaube, das ist ungefähr dasselbe, so wie Zimt und Nelken. Und heute hast du uns Zimt in verschiedenen Formen mitgebracht. Ja, das ist Zimt quasi, wie wir ihn kennen, gerollt. Das sind die äußeren Teile der Rinde. Die werden noch feucht gerollt und dann getrocknet. Das gibt dann die Zimtstangen, die man kennt. Zimtstangen ist aber schwer zu verarbeiten. Darum gibt es andere Formen. Es gibt sie geraspelt oder es gibt sie als reines Pulver. Das ist dann, hat jeweils größere Oberfläche, ist in der Mazeration, ich spreche jetzt von der Destillatindustrie, besser zu verarbeiten. Es hat ein besser zu definierendes Gewicht und hat eine größere Oberfläche und die Wirkstoffe, die tauschen sich besser aus. Wo kommt Zimt eigentlich her? Aus dem ostasiatischen Raum? Ja, man kennt ja den Ceylon-Zimt, das ist eigentlich dieser etwas bessere Zimt, sagt man, und dann den Cassia-Zimt. Das sind die zwei Arten, die man grob unterscheidet und kommt aus dem asiatischen Raum. Nur ein preislicher Unterschied oder auch ein qualitativer Unterschied? Ja, es ist ein qualitativer Unterschied. Der Cassia-Zimt ist etwas bitterer. Und wird dementsprechend natürlich auch eingesetzt in einer Spirituosenverarbeitung. Und wenn du schon von bitter redest, wo würdest du, denk an unsere Gewürzampel, den Zimt einsetzen? Ja, klassisch im Gin. Da ist also ein Botanical, das ist in fast jedem Rezept, ist da Gin drin, um etwas eine Harmonie herzukriegen und als Aromageber in den Bitter. Für Elixiere? Würde ich das weniger verwenden, das ist sehr spezifisch. Ich könnte es mir ein bisschen vorstellen bei Elixiere, aber du sagst, es ist sehr speziell. Beim Absinth, ehrlich gesagt, können wir es nicht vorstellen. Sind wir uns da einig? Gar nicht, nein. Aber dann erklären wir eines. Wir reden ja da über Gewürze und Spirituosen. In welcher Kombination würdest du es verwenden? Ich könnte es mir gut vorstellen als Parfait, also im süßen Bereich, und dann mit einem Destillat zusammen. Wir haben hier einen Krichel ausgewählt, kommt dann sehr gut zur Geltung. Im Parfait drin ist es nicht sehr dominant, aber diese Harmonie der einzelnen Komponenten kommt gut zur Geltung. Meistens habe ich das Gefühl, dass wenn mit Ingwer gearbeitet oder gekocht wird, wenn mit Zimt eben gekocht wird oder gearbeitet wird, dass eben die Dosierung meistens overdone ist, aber wenn Zimt sehr dezent drinnen ist, dann ist das wirklich ein vorzügliches Gewürz. Unsere Weltreise setzt sich fort. Schön, dass du heute wieder da warst. Schauen wir mal, was du uns das nächste Mal wieder mitbringst. Ja, ich freue mich. Ebenfalls. Danke, Patrick.